I am writing to you from southern United States, deep in the Bible Belt. A family is concerned with their daughter. Since their trip to the Vatican in Greece, she has not been herself. They claim doctors could not help her. A local church has sent a nun to help the family. She has requested an exorcist. Your team is to investigate a demonic presence. Jesus, erhöre uns, dein mächtiges, strammes, straffes Glied. Es möge uns erleuchten, dein Leib möge auf die Erde kommen. Beschütze uns vor der dämonischen Teenagerin. Reis. Inumini Petris, Piti Papatrus, Patru Petru Petrus. Flehe Jesus an. Jesus Petrus, Vaginalus. Knie vor Jesus und sag, Schwester, er soll dich erleuchten. Schwester, noch eine Vagisola. Guck mal, soll ich dir Trick zeigen? Guck mal. Ich kriech jetzt hier drunter unter ihren Rock und dann... Okay, also hast du mal gesehen, was Nonna Vagisola hier für komische Hände hat? Was macht sie denn? Hat irgendwie die Arme verdreht. Was ist denn so eine Vagina-Soda? Was ist das für ein Getränk? Vagisoda. Na, Vagisoda. Musst du dir den Prozess angucken von... Oh, ich habe hier ein bisschen Zeug. Guck mal, ich habe hier so eine Milchgranate. Oh, ich habe eine Kerze und einen Rosenkranz. Die Milchgranate. Die kannst du auf böse Dämonen werfen. Ja, aber die verschwende ich jetzt lieber mal nicht. Ne? So eine Milchgranate ist okay, wichtig. Dining Room Key haben wir nicht. Wie wechsle ich denn hier meine Items durch? Mausrad, da passiert ja nichts. Nee, da musst du irgendwie, du musst ins Menü und dann holden. Ah, hold. Holden. Ember hold. Hier abholden. Guck mal hier. Schildkrötenpornos und ein Kleenex. Oh, was knarzt da, Alter? Da ging irgendwas ab, du, sag ich dir. Okay, komm, wir gehen weiter. Von Jesus wie ganz sogar bedeckt. Aus. So die Hände so nah am Körper wie so ein Boxer. Ja, ich will auf die Knie gehen und den Herrn erfreuen. Oioioi, was sind das denn hier für Bilder? Leatherface? Alter! Und das ist doch der Magisola? Der junge Trump ist das. Der junge Trump? Die Villa Trump? Da brauchen wir einen Bedroom Key für. Die Villa Trumpisoda? Was brauchen wir hier noch? Einen Bedroom Key? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Keys. Oh, guck mal Mutter. Hier. Alter, ist das ein Schlüssel, du. Alter! Das ist ein Schlüssel. Dining Room. Hier geht's auch noch lang. Hier ist noch ein Rosenkranz. Wie viele Kränze brauchen wir denn? Und ein Nudelsieb. Keine Ahnung. Wow. Ein Nudelsieb ist wichtig für einen Exorzismus. Denn sie muss ihr Pech in den Sieb pechen. Ja, nein, ihr. Gib uns dein Pech, das werden wir aussieben. Boah, hier ist noch einer. Ich habe aber keinen Space für die ganzen Schlüssel. Hier ist noch Holy so Water. So viele Dinge, aber ich hab keinen Space. Was ist das für ein Schlüssel hier? Hast du das? Closet Key, kein Space. Hast du das hier angemacht? Ich habe nichts angemacht. Was hast du angemacht? Ja, hörst du es nicht? Hier die Dusche spratzelt doch. Nee. I summon the Holy Lord. Was? Ich habe mal ganz kurz Jesus angerufen. Ach so. Ich wollte seinen Rat. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen runter und legen mal so ein paar Sachen weg. Wir können aber ja auch noch in ihr Zimmer. Wir waren noch nicht bei ihr im Bett. Ja, aber... Ja, ich weiß, dass du da unbedingt hin willst, aber lass doch erstmal ein paar Sachen weglegen, damit wir diese ganzen Schlüssel und so mitnehmen können. So, guck mal, jetzt habe ich doch Dining Rookie. Aber was... Oh, guck mal hier, Spaghetti Alter, Meatball! Mit echten Bällchen. Und Becks, oder was ist das? Nonnas dicke Bällchen. Ja, die Amis machen so dicke Bällchen, ne? Aber eigentlich macht man so viele kleine Bällchen ist geiler. Kann ja, man, weil dann hast du auch, ich finde auch, wenn du kann man die Nudeln Ball im auf, Mund hast, dann ja, hast du auch zu viel Fleischgeschmack im Mund. Ja, und auch so, du kannst halt die Nudeln aufzwirbeln und dann, wenn du so kleine Bällchen hast, halt nach Bedarf die kleinen Bällchen picken. Ich würde sagen, wir sammeln mal alle Sachen so einfach hier hin. Das ist auch ein TV-Room-Key. Aber guck mal hier. Aber oben war ja auch noch ein Schlüssel. I've taken my daughter to the best. Okay, sie haben mir die Tochter zum Arzt gebracht. Zu Dr. Schwengelmann. Und Dr. Schwengelmann war überfordert, ne? Ja, aber er hat physisch nichts festgestellt. Er hat Hallway Key. Gesagt, sie soll 2 Staffeln Desperate Housewives gucken. Und das hat aber nicht geholfen, ne? Nee, irgendwie nicht. Weil es alte Folgen waren. Okay. Hätte lieber auf der aktuellen Staffel. Da ist mir oben ohne drin. Dr. Erotico ist da halt mehr vertreten. Der Rosenkranz. Dr. Nackt. Dr. Naked. Wo bist du? Ich bin immer noch hier unten. Ich habe hier mal so ein bisschen Hallway-Keys. Alter, wie läufst du? Ja, was denn? Ganz normal. Bist du gerade gesprintet? Warum dabst du so? Guck
Guck mal, wenn ich laufe, laufe ich normal? Wenn ich jetzt... Guck mal, wenn ich sprinte, siehst du es? Ja, du tanzt so ein bisschen. Du machst so einen Boogie-Dance nach hinten. Du hast geteepost, aber nur mit einem Arm halt irgendwie gerade. Ich hör Wasser jetzt. Ja, ich sage, hier spukt's. Ja, komm, wir gehen nochmal hoch zu... Ja, ja, ich habe nochmal die ganzen Schlüssel hier eingesetzt. Ich wette, es ist gut, wenn wir alles aufmachen. Wo ist sie denn? Hast du einen Bedroom-Key auch? Da ist der Ventilator plötzlich an. Hier war da noch irgendwo ein Schlüssel auf einer Badewanne. Oh, guck mal hier. Aber hast du einen Schlüssel? Master Bedroom? Achso, ne, dann brauchen wir Master Bedroom. Master Bedroom. Ist doch irgendwas. Was war das? Ich Schlüssel gefunden. Closet. Closet? Da muss ja auch irgendwo oben sein. Wie vielleicht? Center Closet. Das ist Bedroom. Nee, das ist Bedroom. Jetzt höre ich wieder Musik. Wo ist Master? Wie geht's denn eigentlich in den Keller? Wir haben hier auch noch Basement. Nee, brauchen DJ wir. Basement. DJ Basement. In seinem merkwürdig riechenden Van tourt er durchs Land. Was ist denn Closet? Hier geht's ins Basement. Noch TV-Room, vielleicht ist ja auch irgendwo hier noch was. Was war denn das jetzt? Alter, weißt du das? Hä? Ja, aber... Guck mal hinter dir, was ist das? Da liegt noch irgendwas rum. Oh. Am Rosenkranz. Kann man vielleicht Schränke oder sowas öffnen? Warum sind hier Bilder von irgendwelchen afrikanischen Familien und so? Ja. Ja, da waren sie im Urlaub. Und haben Afrikaner gespeist. Wie Nobel. Elefantenreiten. Ich habe Bedroom-Key gefunden. Mensrum. Elefantenwürgen. Das machen die reichen Leute so. Rüsselwürgen. Hörst du auch ein Telefon? Ja, so ein du. Ja, ja. Hier war der. Nee, Bedroom oben war oben. Bedroom. Das Master gegenüber war Bett. So, hier Boyroom. Da sind wir auf jeden Fall richtig als Priester. Im Boy-Bedroom, da geht's rund. Boy-Bedroom. Der Wecker. Guck mal, das ist Kissen auf dem Boden. Ist doch kalt. Closet. Ja, was ist hier drin? Hier muss ja auch noch was drin sein. Kann man sich ja später verstecken? Oh. Den Basement Key. Ich schon wieder Wasser. Die müssen eine ganz üble Rechnung haben. Ja, deswegen wollen sie den Geist ja loswerden. Okay. Hey, wo war denn der Keller? Der war irgendwo da hinten. Aber wo ist denn die Göre? Die liegt oben im Bett. Im Master Bedroom? Im Master Bedroom. Warum können die uns nicht einfach einen Schlüssel für geben? Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich damit... What the hell? Damit man das Haus irgendwie erst... You will never get out of here alive. Oh mein Gott, hier unten ist so eine Raucherin. Ich habe oben aufgenommen, die war mal ein Marlboro-Mädchen. Im Raucherkeller. Im Raucherkeller. Was ist das denn jetzt? Oma Marlboro. Oh Mama Marlboro, haben wir jetzt ein Master Bedroom? Oh Mama Marlboro. Oh Mama Marlboro, hast du ein Master Bedroom? In den 50ern, ja, sie war früher in den 50ern Zigarettenmädchen. Sie war das Zigarettenbaby in dieser. Ja, in den 30ern war sie das Zigarettenbaby. Stay away from me. Bring noch Kippen mit. Aber ohne Filter. Oi, was geht denn hier ab? Boah, sie brauchen. Die ist aber schon hot, ne? Ich weiß, du stehst ja so auf Timmys, ich bleib ja jetzt so hier. Sie sagt, sie can't take this anymore. Irgendwer bin ich hier, mein Kind. Irgendwer ich werde dir eine Linderung geben. Wir müssen sie mit heißem Wachs bespritzen. Ja, aber wo kriegen wir denn jetzt hier Heißwachs? Spritzwachs. Okay, wir brauchen Silver Cross, wir brauchen Candles, wir brauchen Teddybär, der eigentlich ein Häschen ist. Teddyhasen. Teddyhasen. Ein Teddy-Ohrbär. Okay, Teddy-Ohrbär. Schauen wir uns mal hier um. Wo finden wir den ganzen Dreck? Vielleicht mal mit Nonna Veloccia reden? Er hat mit dir auch jemand in den Nacken die ganze Zeit? Nee. Thank you for coming. Oma Marlboro ist nicht bei mir. Der Geist von Oma Marlboro. Oma Marlboros Geist.
Okay, you need to find and cast out demonic spirits of reveal items and complete the exorcism. Okay. Begin by using the holy candle to find clues from angles within the house. They will help you to find the demons lurking around. Okay, die holy candles, und da müssen wir jetzt abklühen. Ich glaube, diese merkwürdigen Afrika-Missionarsbilder sind irgendwie... Die sind... die Missionarsbilder. Wir haben missioniert damals in unseren Flitterwochen. Oh ja, klingt wild. Nee, nee, nicht so wie du meinst. Nicht so wie du meinst. Hier geht's ja, nur wieder raus. Hier... Naja, gibt's da denn irgendwas? Was sind die Candles? Sich noch, ne? Vielleicht gehen wir mal in den Keller. Haus setzt sich noch. Es knarzt deswegen. Alter. Ja, ey, das verschiebt einer Möbel. Als hätte man so einen Strick irgendwie. Auch am Möbel. Ich hab, Oma hatte starke Rauchermöbel. Die waren alle ganz gelb, die Möbel. Der Opa hat immer Zigarre geraucht, ne? Ja, aber wie... Was ist denn hier los? Ach, guck mal, die Kerze. Was ist denn hier in den Rohren? Ja. Guck mal, die glüht jetzt so komisch auf, ne? Oder ist es... Ja, die pulsiert so. Hier, hier, guck mal, hier ist was am Abpulsieren, aber... Was machen wir denn dann, wenn hier was pulsiert? Ich weiß nicht. Vielleicht pulsiert es noch nicht stark genug. Vielleicht ist es so radarmäßig, weißt du? Das ist halt so... Richtige Richtung wow. Anzeigt. Was ist das hier für Noises? Ja, irgendwie... Ich geh mal hoch, vielleicht pulsiert es dann intensiver. Wow. Wo pulsierst du gerade rum? Unten noch im Keller. Okay, das ist ja die Holy Candle. Und unser Exorcism Progress ist 10%. Dann komm mal hoch, oder? Lass guck mal, hier steht, guck mal, wenn du das dir durchliest, da steht, wir können damit kommunizieren mit den Hinweisen. Er ist halt immer so ein bisschen Riddle-mäßig. Wir wollen ja so einen Hase. Vielleicht gucken wir mal, dass wir ihn irgendwo finden. Ich geh mal oben ein bisschen umgucken. Ich muss sagen, die Schwester ist aber auch keine Hilfe, ne? Nee. Oh, guck mal hier. Hast du was? Ja, hier, guck mal. Ah. It curse by the fire. Guck mal, hier ist Feuer. Hab ich mal, keine Ahnung. Beinspritzen. Oh, was ist jetzt los? Oh, Alter! Was ist das? Mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut! Alter! Weiche! Hol dein Kreuz raus! Ich halte mein Kreuz hoch! Alter! Ich bin fast tot! Mein Kreuz kann nichts machen! Wo ist er hin? Er ist noch hier vor uns! Mir geht's nicht gut! Mir geht's auch gar nicht gut! Please help! I summon the Holy Lord! Wow! Hast du ihn? Oh Gott! Wo ist er hin? Geh weg! Oh, was ist das denn jetzt? A girl! Alter, die hat so erotische Schlabberpants. Kannst du mich hochheben? Nee, du stehst ja bei mir. Na, mir geht's aber nicht gut. Ich brauche irgendwie was zum Heilen. Vielleicht ein Rosenkranz oder so? Ein Rosenkranz heilt? Ich weiß nicht. News. Ja. Ja, jetzt geht's dir besser. Ja, mir geht's besser. Ich hab Alter, die Möbel, guck mal, sie kleben an der Decke. Krasser Shit, Alter. Ich hab sie mit Wasser beworfen und dann... Also muss die Geister mit Wasser bewerfen, oder wie? Ja, boah, ich muss mir wer auch mal... Wer ist das denn jetzt? Ah, hier nochmal sie. In thy name of... In the name. Sie sieht aus wie so eine typische, Teenagerin aus Großbritannien, aus einem Block. Teenage Dirtbag. Oder Chelsea. Ja, und jetzt... Ich weiß nicht. Wir müssen eine Kerze finden. Aber so eine reguläre. Alter. Boah. Es ging richtig ab. Der Hinweis war jetzt irgendwie beim Feuer. Ja, der Hinweis hat gesagt,
Curse. Hast du da was gefunden? By the fire, nö. Also hier steht, find a regular candle and bring it over to the exorcism ritual area. Ich habe hier überhaupt gar keine Kerze gefunden, hier ist nichts. Ja, nichts. Ne, und sie steppt auch hier noch on the bee, ey. Ich meine, jetzt im Moment ist sie noch langsam. Ja. Oh. In the name of Petrus. Im Namen Petrus. Petruschka. Im Namen Petruschka, dem Ersten. Holy Lights. Mal oben rum. Also sind irgendwelche Hinweise an der Wand. Ja. Wow! Oh. Was ist los? Ich war plötzlich hier. Die Tussi. Ja. Hä? Aber hier liegt sie ja auch. Dann ist das andere ihr Dämon? Anscheinend. Oder die alte Nona. Draußen Schmiere stehen muss. Hier steht Schmiere. Jetzt find hier mal einen neuen Hinweis. Das ist echt nicht so easy. Nee. Was war das? Ich habe einen Rosenkranz gesnifft. Achso. Den klein gemahlen und mir durch die Nase geballert. Ich dachte, vielleicht ist hier noch irgendwo ein Hinweis erschienen. Süchtig nach Rosenkränzen. Das ist ein Foto von ihr. Hier ist schon wieder einer. Wow! Dämon. Du musst immer einen Rosenkranz im Inventar haben, weil du kannst dich ja selbst damit versorgen. Ah. Vorsicht! Simone, hast du irgendwas gefunden? Nee. Ah, Mist, ey. Curses by the fire. Vielleicht meinen die damit gar nicht das Kaminfeuer, sondern irgendwie... Aber wo kriegen wir denn hier Kerzen jetzt her? Wo kriegen wir Kerzen her? Hier, ich habe eine Kerze gefunden. Ah, okay, a candle. Ach, Kendall. Ach, da ist sie wieder. I summon the Holy Lord. I summon the Holy Lord. Hallo, hämmer den Xamann. Xamatemann. Warte, ich will mitkommen. Wir müssen das zusammen erledigen. Schön nach Troba. Warte hier. Bin da. Ich platziere jetzt eine Kerze. Oh, ja, das jetzt haben wir hier ein bisschen mehr. Wir wollen mehr Kerzen. Die Kerzen sind hier überall gestreut. Du musst das Kreuz halten, ich hab die Kerze. Leuchte-Candle. Ja. Okay. Wahrscheinlich irgendwo unten, welche auch jetzt im Keller. Wahrscheinlich haben wir durch das Event jetzt... Ja, genau, und jetzt schalten wir nach und nach die Sachen irgendwie frei. Die Wachslese ist das jetzt hier gerade. Wanderwachs, kennst du ja. Wanderwachs. Wanderwachs-Vision, die neue Serie. Wanderwachs-Vision. War das? Hast du was gefunden? Nee, ich hab mir eine Dings gemacht. Hast ja Rosenkranz gemahlen und durch die Nase gejagt. Ich hatte nur noch einen halbe Kranzkraft. Ein bisschen Kranzenergie reingedudelt. Hier im Raucherkeller ist aber echt unangenehm. Ja, das sind auch irgendwie so richtig fiese Geräusche, ja. Im Räucherkeller von Oma. Guck mal hier in der Küche oder im Wohnzimmer oder so. Da draußen. Warum schmeckt der Lachs nach Aschenbecher? Wo gehst du lang? Wenn man über die Veranda, vielleicht liegt da auch irgendwas. Was, Veranda, so eine Veranda? Gucken. Das Maranda an die Veranda, aber da ist nix. Kann irgendwie auch nicht so viel sprinten, obwohl meine Sprintkraft, aber man kann nur gerade. Ja, weil du jetzt mehr im Geisterjäger-Jargon unterwegs bist und du weißt, ein richtiger Geisterjäger kann nicht sprinten. Das ist halt das Päckchen, das man als Geisterjäger mit sich tragen muss. Geister zu jagen muss man. Gehen wir hier weiter. Fähigkeit des Joggens aufgeben. Die Kerze lag einfach jetzt in so einem Bücherregal. Hier lag die drin. Aber wo könnte... Bin ich irgendwo im Bedroom, Boy-Bedroom oben? Weil ich könnte mir vorstellen, hast du eine Kerze, spawnt die nächste so irgendwas. Ja, in ja. Die Richtung. Aber das ist Master. Hier war noch ein Rosenkranz. Aber hier waren wir auch noch nicht drin. Das ist hier diese Abstellkammer. Hier geht's wieder runter. Der Wecker. Der Einschlafwecker.
Der Exorzismus der Shimmerly Nose. Wo bist denn du? Da. Hier bei dir. Exorzismus der Shimmerly Rose? Was soll das sein? Hm. Oh, noch so eine Kerze, aber wo könnte die sein? Ne, wir brauchen keine Kerze, wir brauchen einen neuen Hint. Erstmal. Ach, wir müssen erst wieder abhinten. Steht doch da, oder? Use only hint for a find source. Boah, die Hints sind echt schwer zu finden. Oh, hier der Film. Trinity. Oh ne, ist kein, ist ein Buch. Im Zimmer gucke ich gerade, aber ich glaube, im Zimmer ist nichts, oder? Ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Geister-Event haben, ne? Ja, ja, genau. Ist ein Hinweise finden mit der Candle. Wo ist denn jetzt die Tuse? Ist sie verschwunden? Ich höre sie zwischendurch mal atmen. Die Chelsea, die Kleine. Ich dachte, da wäre ein Bild von der Deutschen Bahn, aber das ist irgendwie ein Haus. Ja, kann man schnell verwechseln, weil beides bewegt sich halt sehr langsam oder gar nicht. Ja. Hier zwei hässliche Kinder. Wie bei Stromberg mit. Ah, da vorne, das fette Mädchen. Die sieht aus wie eine Pressewurst. Oh, ich konnte ja nicht ahnen, dass es ihre Tochter ist. Wo könnte hier noch ein Hinweis sein? Wir müssen ihn finden, den Hinweis. Vielleicht hier in der Dusche, ein Duschhinweis? Merkst du auf jeden Fall, wenn du einen findest. Wieso, vibriert es dann oder wie? Ja, ja. Dann vibriert das Lustei, das Priesterei. Ah. Die Frage ist, wo können die sein? Sind die nur in diesen Schränken? Weil ja schon auffällig viele sind. Ich bin jetzt in meinem Raucherkeller unten. Ich analysiere den Raucherkeller. Der ist aber echt ekelhaft hier. Natscht wieder irgendwas und... Oh, ich hab hier was. It's down here with you. Oh, es ist hier unten. Holy Water. Ich hol mein Holy Water raus. Ich hab keins dabei. Ich muss mir erst eins holen. So ein heiliger Spritz. Ja, warte, warte, ey. Nicht, dass der hier gleich angreift. Da quietscht was. Ja, ich gehe oben da zur Tür. Ich hab mal so eine heilige Zehnerbombe und nimmst mal die Kamera mit. Okay. Wir müssen es jetzt im Keller finden, ne? Ja, wir müssen jetzt eine Kelleraustreibung machen, so eine klassische. Der T-Poser, wie du läufst, manchmal sieht so doof aus. Kann jemand mal das Telefon einfach... Fix this man. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, die... den Dämonen hier unten... Ah, da ist er! Was ist hier los? Wir spritzen ihn! Ich spritze auf ihn! Ist er weg? Nee. Ich glaub ja, ne? Doch, nee, oh, nein! Nee. Du blöde Sau! Jetzt! Puh! Oh. Jetzt brauchen wir wieder eine Ritual-Candle. Hier so ein schönes kleinen Rosenschmidt zwischen die Augen. Oh Kacke, ey, du musst mich kurz hier unten bewachen. Päckchen kommt. Wieso, was los? Ey, die Folge ist eh vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss! Tüdelü!